Hallo und guten Tag, hat er gesagt. So, ich hab mal ein bisschen so gesammelt. Also ihr seht schon, hier ist alles... Oh, ein Eis übersehen. Eigentlich alles frei. Schon ein bisschen leer gesammelt. Und ich habe auch oben ein kleines wenig... Also ein klein bisschen. Ein wenig. Ein Stücke. Umgebaut. Und zwar hier. Ja, das Fenster ist zu, ich weiß. Muss aber auch nicht schön sein. Muss nur... funktionieren, ne? Letztendlich. Und hier Kobalt, Silizium, Eis, Magnesium, Iridium und der Rest bleibt erstmal so. So, ich war noch kurz unterwegs gewesen, habe hier so ein bisschen gesammelt. Da können wir jetzt hier so einfach mal schnell reinkloppen. So, Eis zu Eis. Ist auch viel einfacher, wenn man lesen kann, ne? Haha. zack. Noch Silizium das bisschen. Magnesium. Und Titan. So. Und dann müssten wir eigentlich, ich weiß nicht, eigentlich unsere Energie. Da müsste ich gleich mal gucken, wie das mit Energie da gleich richtig geil aussieht. Weil wir haben ja nicht so viel und das kostet halt richtig, richtig viel. So, blauer Himmel wird, ist incoming. Ne? Energiemäßig, was könnten wir denn hier noch bauen? Energiemäßig, was ist das? Raketen, was? Atmosphärischer Wassersammler. Sammelt automatisch Wasser aus der... Okay, Rucksack. Seewassersammler. Sammelt und filtert Wasser von Seeoberflächen. Pulsarquarz. Quarz enthält enorme Mengen an Energie. Saatstreurakete. Okay, DNA... Boah, was ist denn das für ein Spiel? Wasserfilter. Bausamenstreuer. Kernfusionsstoff. Alter Schwede, ich wollte da nur ein bisschen Grasstreuer. Lässt draußen Gras wachsen, erzeugt Biomasse. Oh, Biomasse ist gut. So, Heizung, Blumentopf. Das ist der Blumentopf. Platziere Samen, um eine Blume darin zu wachsen. Bausamenverteiler. Okay. Biodom, perfekter Ort, um Pflanzen anzubauen und... Aha, ein Schild. Algengenerator, Biodom 2, Bohrer. Kernfusionsreaktor erzeugt Energie um alle Maschinen. Das brauche ich. Das will ich haben. So. Kernreaktor erzeugt Energie um alle Maschinen auf den... Jo. Also müssen wir Luftdruck machen. Gut. Luftdruck. Luftdruck bei... Oh, ist ja bald soweit, ne? Luft. 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 Luftdruck. Luft. Luftdruck. Ja, kann noch ein bisschen vertragen, ne? So, wann muss ich ihn bauen wegen Luftdruck? Den Bohrer. Hier, den mega krassen Gigantus-Bohrer. Den bauen wir jetzt, den kloppen wir jetzt rein. Haben wir nur 8,5 Energie eigentlich oder nicht? 8,5 Energie, einen haben wir davon. Einen können wir bauen. Okay, ich habe gesehen, Magnesium auf jeden Fall. Was noch? Eisen, Titan. Boah, easy. Ja, Jutta, ich sammeln war, ne? Jetzt bauen wir hier den Mega-Kloppo-Bohrer rein, ey. Pass auf, ey, der wird hier richtig bohren. Ich bohr den mal. Alter, du machst... Das machst du jetzt hier kaputt. Einfach, muss nicht hübsch sein, ne? Muss nur funktionieren. Klar, jetzt manche würden das hier so überall so bauen. Ich nicht. Ich mach das nicht so. So, mal gucken. Oh, Frauchen ist fertig. Die hatte heute Maniküre für welche, die so interessiert. Ne? Die lässt sich da jedes Mal die Flossen da aufplustern. Upgraden. Aber pff, jeden so seins. Ne? So, wir sammeln hier noch ein bisschen Zeug mit. Haben ja ein bisschen was jetzt bezahlt. Da können wir das doch mal sammeln. Müssen ja eh denn noch energiemäßig da gucken. Aber wenn wir jetzt diesen Kernreaktor haben, also ich bin noch mal zum Raumschiff, nur mal vorgewarnt, ne? Nicht, dass er denkt so, oh, was macht der denn heute? Raumschiff ist noch mal die Wiese. Natürlich alles sammeln, was hier rumliegt. Besonders Eisen. Kobalt haben wir eigentlich richtig viel noch genommen. Stimmt, haben so manche irgendwie so ein System, dass die so durchlaufen und sagen so, ja, heute nur Kobalt, morgen Silizium, übermorgen Rente. Aber bei mir, hat die gekriegt? Hast du mich gefoppt gerade? Kriege ich jetzt mehr Eis hier?
Aber ich sammle einfach das, was da ist, weil... Okay. Okay, Inventar voll. Weil ich ja eh nicht weiß, was... Was wir als nächstes denn so brauchen, was so das Wichtigste ist, ne? Boah, da ist aber auch eine Atmosphäre drauf, ne? Warum sind wir nicht da gelandet? Gib mal, was da für ein Partywind ist. So, gut. Wir lassen das mal hier jetzt einmal durchschreddern. Guck mal, hier haben wir schon mal einen davon. Dreimal Eisen bei. Kobalt natürlich dabei. Lithium dabei. Eigentlich alle dabei, ne? Eis. Okay, mal viel wie Eis brauchen wir nun gar nicht mehr. Eis ist gut. Und hier holt er auf oder was? Och, guck mal hier mit 29 Hetze. 29 Nappelze. Ballert der ja ganz schön rein, ne? Also bei 60 können wir uns ein Eis kaufen. Ah, hier. Wir wollten ja mal gucken. Hier, Pflanze. Kürbis. Okay. Und jetzt habe ich hier auch nochmal. Ah, okay. Noch ein Kürbiskern. Und der macht. Oh, Baby. Okay. Das ist richtig mysteriös, wenn ich was esse und ich habe ein Schluckgeräusch. Die ist ja auch falsch rum, die Kiste. Die kommt eh weg. So, Sauerstoff. Wie sieht's aus mit Sauerstoff? Reichen 3 Flaschen bis da nach hinten? Eigentlich schon. Wir wissen ja, was wir machen wollen. Das kommt. Let's go. Ah, diesmal. Oh, und schon hängen geblieben. Und was auf Arbeit passiert? So, weil so viel ist ja da drinne nicht mehr, ne? Wir kennen ja auch den Weg. Gehe ich von aus, zumindest. Aber Eisen nehme ich trotzdem mit. Eisen hatten wir nicht so viel. Wenn ich Eisen sehe, wird Eisen mitgenommen. Bin mal gespannt, aber da wir jetzt ganz viel aufgeräumt haben, ne? An der Base. Also ganz viel. Ich sollte nicht so viel mitnehmen, ne? Da liegt ja auch noch einiges rum. Also da ganz viel abgebaut haben und sowas, kann ich jetzt auch nachempfinden, wenn da so ein Komet runterkracht oder sowas, ne? Asteroid? Meteor? Meteorit. Ein Meteor ist der Schweif. Den sieht man nur. Und ein Meteorit? Meteor ist der Schweif. Ein Meteorit ist das, was landet. Richtig? Richtig. Dann gibt es einen Asteroid. Das ist das aus Stein. Und dann gibt es einen Komet, wo ganz viel Wasser drin ist. Und deswegen auch diesen Kometenschweif hat. Richtig? Ich hoffe es. Ich weiß es nämlich nicht. Aber irgendwie so war das mal, glaube ich. Weiß nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich da richtig liege oder ob das kompletter Blödsinn ist, was ich erzählt habe. Aber ist ja auch Koma. Komet? Koma. Ne, wir wollten erst hinten hin. Genau, hier wollten wir rein. So, das hatten wir ja mitgenommen, ne? Das heißt, ich könnte hier also auch zerbauen, ne? Ein Jutzer. Ich weiß nicht, was hier passiert, wie gesagt. Wir können was drin machen, müssen wir aber nicht. Gut. Das, ja, nehmen wir alles mit. Hier brauchen wir nichts. Oh. Auch noch ganz viel Stuff. Und Wasser besonders, ne? Wasser. Nochmal Nahrung. Ja, den müssen wir eh gleich nehmen. Er weiß zwar nicht, wo er den hin transferiert eigentlich, ne? Aber Inventar ist. Uppe. Gut. Ja, aber den Rest hier drin, das ist ja jetzt. Also ich bin zwar geizig, halt letzte Folge erklärt, aber ich bin ja jetzt nicht auf Knacks oder sowas. Ne? Obwohl das hier, ja, hätte ich schon gerne irgendwie mit. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal hier vorbeikommen, da weiß ich, hier gibt es Billigmaterials, also nicht Billigmaterials, aber gibt es Materials, billig ranzukommen. Gut. Da wir den Ausflug jetzt hier blendend überlebt haben und hier auch nichts weiter ist, würde ich gerne auch mal die Pforte hochlatschen. Ich weiß aber bloß nicht, ob wir das in der Folge schon machen oder denn erst in the next, ne? Das wird noch ein spannendes Dings, Sache. Aber ich wollte ja eigentlich dann mal den Kampf anberauen. Oh Gott. Ob wir nicht eine höher bauen. Ja? Also wir müssten ja
Ich sag mal so. Wenn das hier die Oberkante ist, ne? So, dann sind wir platt. Aber da würde nicht hier die ganze. Das würde erst hier unten Cleaner See entstehen oder so, ne? Da würde dann. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und wenn? Nee. Nicht so doll. Du machst mir keine Angst, du kleiner Planet. Wenn der so groß wirkt, dann möchte ich mal mein. Also, diesen Planet wissen, wo ich drauf bin. Das muss ja dann ein ganz cleanes Ding sein, eigentlich, oder? So. Wir müssten aber dann uns auch, sage ich mal, erstmal energiemäßig versorgen. Wir haben ja jetzt nur noch diese Platten da, ne? So, die hieße energiemäßig. Gucken wir gleich schon mal auf den Sender. Okay, können wir nicht. Was haben wir hier denn hier so drin? Zack, Essen nicht mehr. Iridium hatten wir hier noch. Einmal. Hier haben wir Stofftuch und Schnüffeldings. Der Sauerstoff kann erstmal auch raus. Schnüffeltuch sortieren lassen, denn sieht das nämlich schon mal ganz gut aus. Das können wir hier nicht irgendwie. Ich weiß nicht, warum da ein Zahnrad ist, aber wir können nichts damit machen. Ist eigentlich, oh, jetzt pupsi egal. Die Dinger. Also Eisen, Magnesium und ganz viel Kobalt besonders. Eisen brauchen wir nicht ganz so viel dafür. Und, oh nee, Aluminium. Das ist nicht so cool. Ich finde ja so kein Aluminium. Ich hätte dreimal Energie herstelle, bin ich aber auch platt. Wenn ich das überhaupt dreimal herstellen kann, weiß ich ja nicht. Das weiß ich noch nicht, ne? So, vom Frauchen noch erzählt, da ist Frauchen schon. Magnesium, Silizium. Da müssen wir dann mal gleich gucken. Magnesium. Und Silizium. Zweimal könnten wir es noch. Da haben wir hier aber eine Parade von Kollektoren hier hingeballert, ne? Gucken, wenn ich fertig bin mit dem Spiel, dann sind wir da oben. Da kommen wir hin. Wenn ich die Reihe fertig baue. So. Ah, jetzt müssten wir ja auch Energie haben, oder? Was sagt unser Tacho? Tacho sagt 61. Das ist aber nicht so doll. Und hier, aber guck mal, ne, die Windkraftanlage ist ja für einen Arsch. Oh, guck mal, wir haben fast blauen Himmel. Echt jetzt so? Ja! Oho. Jungs, Mädels. Das Blau? Och, schön. Schön, schön, schön. So, ich wollte gucken. Was wollten wir gucken? Die Heizung nicht. Den Bohrer. Wenn wir den austauschen, ne? Die gehen weg. Ja, da brauche ich auch Aluminium für. Recyclingmaschine. Er möchte Recycling eines Objekts, das zurückgewinnen seiner Hauptbestandsteile. Oha. Okay. Also das hier ist für einen Arsch, das kriege ich nicht hin. So, dafür brauche ich Aluminium und für den brauche ich natürlich auch Aluminium, ne? Also ohne Aluminium, ohne mich. Also geht gar nicht. So, und dann ist jetzt hier noch eine Sache, wie ich überhaupt eisenmäßig höher bauen könnte. Da glaube ich auch noch nicht so richtig dran. Besonders jetzt muss gerade ein Sturm draußen sein. Ich glaube, ich nehme mal Sauerstoff noch. Wächst da drinnen, ne? Ich hab nicht bald wieder Hunger. Oha. Ist egal. Wir trotzen der Gefahr. Achso, ich wollte ja da mal hinten gucken, ne? Das habe ich gesagt. Ja, ohne Aluminium können wir ja jetzt nichts machen. Deswegen würde ich hier hinten jetzt einfach mal lang latschen und einfach hoffen, dass wir hier 10.000 Aluminium noch finden. Vielleicht hat man ja so viel Glück. Weiß man ja nicht. Kann ja sein. Hier guckst du um eine Ecke und dann so, hoppsa, ne, wir hatten das da hingestellt. 10.000 Aluminium. Nimm ich. Ihr könnt sie noch. Da gibt es ja auch coole Höhlen. Also die eine Eishöhle gab es ja, ne. Ihr wisst nicht, wann die zerranzt. Das wird hier alles wieder komisch irgendwie. Hier ist nur Eisen. Ich will erstmal ein bisschen lang latschen, aber wenn es hier so komisch hinten wird, dann
Ist auch eigenartig. Was ist denn das hier für eine komische... Hier sieht so aus, ob sie ein Monster unterwegs. Ich will einfach nur gucken. Guck mal, hier funkelt schon irgendwas unheimlich. Ach, kick mal, Iridium. Ich werde bekloppt. Das nehme ich erstmal mit. Aber weiter komme ich auch nicht. Ab wann schmilzt du? Bei 100. NK. Ach du meine Güte. Naja, das kann ja noch Ewigkeiten dauern. Also jetzt haben wir erstmal ein Iridium-Nest. Umher. Wann schmilzt du? Auch bei 100 NK. Nee, Leute. Nö, nö, nö. Das ist mir ein bisschen heftig, ne? Ich hier noch hochspringen. Ey, da ist ja noch was oben. Wer hat denn das hier drüber gelegt? Ach, hier hinten auch noch. Und da hat mal einer gesagt, dass wir kein Iridium haben, ne? Wir haben hier noch. Schöne Höhle. Gibt es jetzt auch eine Aluminiumhöhle? Ich frag für mich. Und für ein. Oh! Jo! Jo, jo, jo! Uranstab! Jo, lecke mich auch mal im Arsch. Jo, feini. Jo, feini. Nee, 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 nee. Also den müssen wir ja eh jetzt nehmen. Der hat da fast das Aluminium nicht aufgenommen, ne? Jo, feini. Sieht ein bisschen platt aus, ne? Oh. Aber hier sind ein paar Kisten noch zu erforschen. Ja, das ist doch cool. Hatte ich nicht so was wie ein Kompass mal gesehen, da, was ich herstellen kann? Ja, wahrscheinlich nicht hier. Da muss ich mal gucken. Kompass wäre viel einfacher. Aber mit dem Aluminium ist mir schon mal so ein bisschen geholfen. Muss ich schon mal ganz klar sagen. Jetzt Iridium braucht man nicht so viele. Aber ich sag mal, lieber haben als müssen. Hier ist jetzt blauer Himmel. Und bei da hinten denn nicht, oder was? Verstehe ich nicht. Guck mal, Schatz, wir haben blauen Himmel. Hallöchen. Zeig mir mal deine Finger. Schlicht und einfach mit Glitzer. Jetzt wollen das alle wissen. Halt mal die Hand in der Kamera. Doch, zeig doch mal die Glitzer. Die denken alle, ich bin bescheuert. Ich rede immer von einer Frau. Und dann sieht man nichts. Guck mal, ach, Glitzer. Und jetzt sind die meine Hände, ne? Also nicht, dass ihr denkt. Nicht, dass jeder sagt so, oh, der Siuni hat aber schöne frauliche Hände. Könnte sein, muss aber nicht. Das ist schön. So. Haben wir das Thema auch weg? Hat sie Glitzer drauf? Ich glaube, die hat nur Glitzer drauf, dass sie Blut nicht so doll auffällt, wenn sie mich kratzt. Dann hat man glitzerndes Blut. So ungefähr. So, Iridium. Machen wir rein. Ich war frei. Herstellungsstation. Oh. Au. Oh. Nee, stopp mal. Der kommt hier nicht rein. Aber der hier, ne? Können wir das hier schon mal. Jetzt haben wir dieses Debe. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Und eine Superlegierung und nochmal Uran. Und dann habe ich hier Rechtsklick zum Bauen. Sieht aus wie ein... Naja, ich will jetzt nicht sagen, ne? Aber das sieht... Naja, ich sag nichts dazu, ne? Doch, sage ich. Sieht aus wie ein Penis irgendwie. Ein startender Penis. Jetzt habe ich es gesagt. Ich kann nicht dafür. So, gut. Wie sieht's hier aus? Oh, der Luftdruck ist bei da. Eigentlich bei... Wie gesagt, man kann das Spiel einfach 5000 Jahre vor sich hin ditteln lassen, ne? Das wird allgemein schon... So, gibt's hier neues Material? Ja, ja, guck mal, da hinten. Das ballert hier alles nieder. Und jetzt liegen da schon wieder heftig geile Sachen. Glaube ich zumindest. Hätte auch was anderes sein können. Ja, nicht, dass ich das jetzt auf den Arsch kriege. Was bist du denn? Aluminium! Ach, das lohnt sich ja rauszugehen hier. Ja, warte mal, ey, komm mal. Ja, wenn ich jetzt hier so Aluminium kriege, ne?
Heftig. Komm her. Du geiles Aluminium. Hab ich. Meins. Mein Aluminium 321. Heftig. Ach, was wir nicht alles jetzt schon wieder gelernt haben. Liegt hier noch was rum? Ne, Frau Aluminium. Ah, hier. Na was? Also bei Sturm gehe ich jetzt nur raus. Das ist mal der geilste Sturm überhaupt, ey. Ich sehe ja nichts. Wie das despawnt jetzt hier alle gleich. Kernreaktor. Ich will ja jetzt nicht vorweggreifen, aber ich glaube, für den Kernreaktor brauchen wir das Uran. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. So, ich glaube, hier liegt jetzt nichts mehr rum. Zumindest sehe ich hier. Doch hier. Aber. Also, ich habe das Gefühl, dass Magnesium schmilzt in der Sonne. Ich weiß zwar nicht, wo hier eine Sonne ist, ganz ehrlich, aber. Anscheinend kriegen wir nie eine Sonne. Wir sind ein. Starrer Planet. Also, wir ändern unsere Lage nicht so. Wir sind gebunden. Rotationsgebunden. Würde ich fast behaupten. Oh, ich habe ja gar keinen Sauerstoff. Wahrscheinlich habe ich auch gar keins bei. Easy, Chimmer. Ja, lachhaft, wenn wir jetzt so drauf gehen, ne? Jaha. Nee, weil es ein Problem war. War doch locker. Puh. Ein bisschen switzy ist mir schon, ne? Aber Aluminium gefunden, das ist ja noch geiler, ne? Das hat sich echt gelohnt. Also der Ausritt, der Eintritt. Ach, wir haben sogar noch Sauerstoff dabei, ne? Aber Hauptsache, wir machen es spannend. Und so weiter und so fort. So, Aluminiumkiste. 5 Stück haben wir. Geil. So, dann gehen wir nächstes Mal da wieder in die Ecke da rein. Müssen ja noch ein bisschen was herstellen, weil Energie so zwar 61 verfügbar, aber das wird ja, wir müssen ja auch noch die ganzen Dinger da, die Bohrer da umbauen, ne? Aber das beim nächsten Mal, ne? Vielen Dank, tschüss Sikorsky, und denkt dran, tief durchatmen, ciao.